Ja, also ich bin Andrea Jitzke, ich leite die Dortmunder Mitternachtsmission. Ich bin Sozialarbeiterin vom Beruf. Die Dortmunder Mitternachtsmission ist ein eingetragener Verein im Dachverband des Diakonischen Werkes, also wir haben christliche Wurzeln und existiert als Verein schon seit 100 Jahren hier in Dortmund. Und wir sind eine spezialisierte Fachberatungsstelle für Prostituierte und ehemalige Prostituierte. Und wir sind aber auch spezialisierte Fachberatungsstelle für Opfer von Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung, also Zwangsprostitution. Wir haben zwei Säulen in unserer Arbeit. Im Bereich Prostitution liegt der Schwerpunkt unserer Arbeit in der aufsuchenden Sozialarbeit, also Streetwork. Und das bedeutet, dass die Mitarbeiterinnen, die in dem Bereich tätig sind, alle Prostitutionsbereiche aufsuchen, die es hier in Dortmund gibt, zu unterschiedlichen Tages- und Nachtzeiten und Beratung, Unterstützung und Hilfe anbieten. Im Bereich Menschenhandel arbeiten wir etwas anders. Da sieht das in der Regel so aus, dass wir Kontakt bekommen über Polizei zum Beispiel oder jetzt verstärkt auch über Flüchtlingseinrichtungen. Viele Frauen kommen direkt zu uns, die vom Menschenhandel betroffen sind. Nicht nur Frauen, auch einige Männer oder Transmenschen sind dabei. Und ja, so über Krankenhäuser, verschiedene andere Institutionen, Einrichtungen oder auch Prostitutionskunden, die feststellen, dass die Frauen, die sie aufgesucht haben, das möglicherweise nicht freiwillig machen. Die bringen diese Frauen auch in Kontakt zu uns und helfen da. Ein neues Thema oder auch eine neue Problematik, mit der wir zu tun haben, hinsichtlich des Prostituiertenschutzgesetzes, das wir ja seit 2017, glaube ich, ist das ja in Kraft getreten und das sehr, sehr große Verunsicherung und auch Ängste hervorgerufen hat bei den Prostituierten. Und das auch aus unserer Sicht kein Schutzgesetz ist, sondern eher so ein Kontrollgesetz. Und das aus unserer Sicht auch dazu führt, dass Sexarbeiterinnen, Prostituierte stigmatisiert werden mehr und eher anstatt geschützt zu werden, eher so in die dunklen Bereiche der Prostitution gedrängt werden, weil die Hürde, sich anzumelden, einfach zu hoch ist für die Frauen und so dazu führt, dass sie sich nicht anmelden wollen. Und das liegt aus unserer Sicht zu einem großen Teil daran. Also erstmal müssen die sich ja alle 2 Jahre anmelden. Sie müssen jedes Jahr, wenn Sie über 21 sind, jedes Jahr eine Gesundheitsberatung mitmachen, also zum Gesundheitsamt gehen und sich da beraten lassen. Und dann, wenn Sie sich angemeldet haben, bekommen Sie ja, so eine Bescheinigung. Das ist wie so ein, also, so ein, also Prostituierte und im Milieu wird das auch Hurenpass genannt, ja. Und auf diesem Ausweis oder auf diesem Dokument stehen ja persönliche Daten, ne? Name und so weiter mit Foto. Und das birgt natürlich ein extrem hohes Erpressungspotenzial. Das heißt, wenn dieses Ding in die falschen Hände gerät, ist die Frau total erpressbar, Prostituierte. Trifft auch für die Männer zu, sage ich jetzt nicht immer dabei, aber also also wir haben halt in erster Linie mit Frauen zu tun. Hinzu kommt, dass dann direkt mit der Anmeldung wird eine Information an die Finanzämter weitergegeben. Das heißt, die Frauen sind dann auch beim Finanzamt erfasst. Auch das führt zu großer Verunsicherung bei den Frauen, dass da die Daten weitergegeben werden, weil ja für viele dann auch sehr unklar ist, wer kriegt denn jetzt die Information, dass ich als Prostituierte arbeite.
Insbesondere Frauen aus Rumänien haben da eine sehr, sehr große Unsicherheit, weil in Rumänien ist ja Prostitution illegal. Und die Befürchtung, dass rumänische Behörden von der Prostitutionstätigkeit in Deutschland erfahren, ist extrem hoch. Und da ist es auch schwer, so diese Unsicherheiten auszuräumen. Naja, eine andere Problematik, die auch mit diesem Gesetz zu tun hat, ist, dass seit dem Gesetz, das Gesetz sagt, Prostituierte dürfen nicht mehr an ihrem Arbeitsplatz schlafen. Und ja, das ist eigentlich eine Regelung, die völlig so an der Realität in der Prostitution vorbeigeht. Ich meine, viele Frauen und auch Männer reisen ja und arbeiten in unterschiedlichen Städten, je nachdem, wo sie denken, dass gerade gute Verdienstmöglichkeiten da sind. Und die können sich natürlich nicht überall immer eine Wohnung nehmen. Und da ist das natürlich naheliegend, am Arbeitsplatz dann auch zu schlafen. So. Da das jetzt nicht mehr möglich ist, müssen andere Lösungen gefunden werden. Und ich meine, es ist natürlich klar, dass Frauen oder auch Männer, die vielleicht nicht so gut verdienen, für die ist das nicht leistbar, sich dann in der Zeit ein Hotelzimmer noch zusätzlich anzumieten. Und so hat es jetzt auch schon so Geschäftsmodelle gegeben hier oder so, ja, Maßnahmen von Leuten, die da auch eine Einkommensquelle jetzt sehen, dass die Schlafmöglichkeiten vermieten an Frauen für viel Geld und die Frauen dann damit entsprechend auch ausbeuten. Ja, also eigentlich eine Folge, die absehbar war, die aber sicherlich nicht beabsichtigt war, weil das wieder neue Abhängigkeiten bringt. Hinzu kommt, die dürfen natürlich überhaupt nicht anfangen zu arbeiten, bevor sie diese Anmeldebestätigung haben. Die Betreiber von den Etablissements, von den Clubs und Bordellen dürfen niemanden arbeiten lassen, wenn die diese Bescheinigung nicht haben. Also das, bevor die angemeldet sind. Und das hat auch zur Folge schon, da kennen wir einige Fälle, dass Frauen kommen aus Bulgarien oder Rumänien nach Deutschland, weil sie gehört haben, hier kann man gut verdienen in der Prostitution, die aber erstmal diese ganze Anmeldeprozedur machen müssen. Das heißt erstmal Gesundheitsamt, dann Ordnungsamt, die müssen Termine kriegen. Ja, und in der Zeit dürfen die nicht arbeiten. Das heißt, die müssen schon mal Geld mitbringen und das haben aber viele natürlich nicht, ne? Das heißt, sie müssen Geld mitbringen für Unterkunft, Hotel, Pension irgendwo und müssen Geld für ihr Lebensunterhalt auch mitbringen. Und wenn das dann etwas länger dauert mit dieser, dass sie einen Termin kriegen, kann das dazu führen, dass sie sich dann erstmal schon mal verschulden müssen. Ja, und auch das bedeutet auch wieder so Abhängigkeiten von Leuten, die dann von dieser Situation profitieren. So. Alles in allem glauben wir, oder bin ich auch sogar überzeugt, dass dieses Gesetz insgesamt die Frauen eher in Situationen drängt, wo sie Opfer von Ausbeutung und auch Menschenhandel werden und wo sie aber schwieriger auch erreichbar sind für Polizei zum Beispiel, aber auch für uns als Fachberatungsstelle, als helfende Institution. Und das finde ich ziemlich fatal. Es ist also wirklich echt schwierig. Vielleicht noch ein großer Nachteil, der sich aus diesem Gesetz ergeben hat. Betriebe werden alle gleich behandelt, also große Betriebe und auch Kleinstbetriebe. Das heißt, so ein Wohnungsbordell, wo vielleicht zwei Frauen arbeiten, muss genauso Auflagen erfüllen wie so ein großer Betrieb wie das Pascha in Köln zum Beispiel. Und das können sich viele nicht leisten. Es gab in Dortmund sehr viele solche Wohnungsbordelle, wo sich zwei zusammengetan haben, weil das relativ sicheres Arbeiten ist, wenn
wenn man nicht alleine in der Wohnung ist und arbeitet. Ne? Und in Dortmund, wir hatten seit 2002 hier das Dortmunder Modell, da war festgelegt, dass ab 3 Frauen wird es als Bordellbetrieb angesehen und musste als solcher angemeldet werden, mit 2 noch nicht. Jetzt ist das so, jetzt werden die auch als Betriebe angesehen und müssen die gleichen Auflagen wie so Sicherheitsmaßnahmen oder auch 2 Toiletten, ne, also für Kunden und auch für die Prostituierten einrichten und so weiter. Und das geht ja häufig überhaupt nicht. Das heißt, viele Frauen, also viele dieser Wohnungen sind jetzt weg. Wir wissen nicht, wo die Frauen jetzt sind, aber wissen, dass die Frauen sicherlich nicht aus der Prostitution ausgestiegen sind. Das muss man dann mutmaßen. Und es haben sich aber auch Frauen dann dazu entschieden, dass sie jetzt alleine in der Wohnung arbeiten, was natürlich deutlich unsicherer ist, was so Übergriffe angeht, als vorher zu zweit. Also eigentlich auch eine Folge dieses Gesetzes, was dem Sinn des Gesetzes eigentlich widerspricht. Und wo ich auch hoffe, dass wir den Weg in Deutschland nicht einschreiten, ist ja die Forderung von einigen gesellschaftlichen Gruppen nach dem schwedischen Modell, sage ich jetzt, hier in Deutschland, weil wir denken, dass ein Vertrag zwischen 2 Partnern, wo eine Seite kriminalisiert wird, die andere Seite dieses Vertrages, ja, das denen nicht nützen kann. Ja, so. Wenn man die Prostitutionskunden kriminalisiert, führt das dazu, dass die Prostituierten auch in die Dunkelreiche gehen, aus dem Blickfeld der Gesellschaft und auch aus dem Blickfeld von Behörden und auch von Beratungsstellen verschwinden, um ihre Kunden zu schützen. Und das kann nur zur Folge haben, dass die Frauen dann auch da wieder verstärkt Gewalt und Ausbeutung ausgesetzt sind und dass da Abhängigkeiten entstehen zu Personen, die die Frauen dann ausbeuten wollen.